Jetzt ist sozusagen die letzte Baustelle, auch die jüngste Baustelle, muss man eigentlich sagen, Karls. Wurde auch in letzter Zeit ein bisschen darüber diskutiert, aus unterschiedlichen Perspektiven. Dort gibt es jetzt die große Skischaukel von dir inszeniert und betrieben und jetzt dein Feriendorf, das gerade gebaut wird und natürlich jetzt auf unterschiedliche Beurteilungen stoße. Ich habe schon Leute getroffen, die sagen, es ist architektonisch ganz ausgezeichnet geworden. Es gibt auf der anderen Seite Menschen, die sich große Sorgen machen um die Authentizität und die Identität von Karls, allen voran der Alpenverein, der es nicht mehr als Bergsteigerdorf sehen will. Ja, Karls ist sicher eine Perle Osttirols, aber auch Tirols. Ich glaube, einer der schönsten Seitentäler, die Tirol zu bieten hat. Karls hat derzeit 12 Weiler. Wir sagen und sind in der Diskussion immer so weit, dass wir sagen, unser Dorf wird vielleicht der 13. Weiler. Unser Weiler ist sicher nicht ganz Karls. Mir gefällt sehr gut das Selbstbewusstsein der Karlser. Speziell die letzten Aussagen, die aus dem Dorf gekommen sind, haben mich wirklich sehr gefreut und es freut mich auch, dass ich die Möglichkeit habe, das jetzt zum Ausdruck zu geben, dass der Stolz der Kalser Bevölkerung und der Entscheidungsträger dem Alpenverein auch Parole bietet. Ich bin klar der Meinung, Kals ist ein Bergsteigerdorf, ob das der Alpenverein auszeichnet oder nicht. Ich glaube, das ist mehr oder weniger überflüssig, dass in Kals die Bergführerschaft einen Namen hat wie nirgendwo sonst und die Berge das einfach hergeben. Das wird der Alpenverein wenig kommentieren können, beziehungsweise dazu oder weg. Das, glaube ich, wird sich erübrigen. Und der Ort selber ist auch architektonisch wunderbar. Diese alten Gebäude sind einfach nur schön. Ich habe mich mit meinem Team, wir haben uns da wirklich sehr viel Gedanken darüber gemacht, dass wir gesagt haben, zu dieser alten Bausubstanz kann man nichts Rustikales dazustellen. Das wird nur in Kitsch landen. Man muss also zu dieser schönen alten Bausubstanz, die dort ist, ähnlich wie das Gemeindehaus Karls und so weiter, sind ja sehr gute Ideen dort schon umgesetzt worden, was Ähnliches hinsetzen. So versuchen wir jetzt dieses Großglockner Mountain Resort dort umzusetzen. Die ersten Musterhäuser bzw. Bausubstanzen sind dort schon fertig, die Baustelle läuft. Ich habe ganz bewusst den Schwerpunkt der Aufträge alles in Osttiroler Hand lassen, also ganz bewusst Osttiroler Firmen forciert. Es sind dort wahrscheinlich momentan ca. 200 Leute beim Arbeiten und der Schwerpunkt sind Osttiroler Unternehmer. Das freut mich sehr und die haben eine sehr hohe Qualität und das habe ich auch versucht, ganz massiv zu forcieren. Das gesamte Resort wird nächsten Dezember dann in Betrieb gehen. Es ist jetzt die größte Tourismusbaustelle Österreichs und wird auch entsprechend so dann von uns ganz stark vermarktet. Wir erwarten uns bei diesem Resort dann mittelfristig irgendwo fast 100.000 Nächtigungen, die dann in Osttirol ja dann doch, ich glaube, einen Schub bringen, die ja Wirtschaftskraft bringen und die ja, sage ich, Frequenzen bringen. Wir wollen das Großglockner Resort wollen wir autofrei gestalten. Das wird autofrei geführt. So wird das auch, glaube ich, in den Medien dann rüberkommen. Wird ein Schwerpunkt und ein Werbeerfolg auf sehr vielen verschiedenen Beinen bringen, sodass mit Nationalpark die Kombination mit autofrei. Wir wollen da im Sommer auch die Schafe grasen lassen und nicht den Rasenmäher. Also das wäre, glaube ich, ganz ein schönes Konzept, das eigentlich das Bergsteigerdorf für sich, glaube ich, mehr als dokumentiert. Und im Winter haben wir natürlich den Schwerpunkt Skifahren. Skifahren, jedes Haus, jeder Gast wird mit den Skiern von der Piste zu jedem Haus kommen können und retour fahren. Das heißt, dieses Autofrei, dieses im Schneeleben wird dort umgesetzt und ich bin mir sicher, das wird ein einzigartiges, aber auch besonderes Projekt werden.